Das RegioTV Plus hat euch jetzt eine Menge zu erzählen. Wir sind bei Mengenmohler in Basel und bei mir ist der Geschäftsführer, es ist der Loris Jeitzer. Loris, wo du angerufen hast, habe ich gemeint, es geht um Musik. Du hast eine Band, As Four. Immer eine riesige Sache, wenn ihr etwas macht. Aber nein, es gibt eine Veränderung hier bei Mengenmohler. Jetzt das allererste Mal etwas zu deiner Person. Hast du hier angefangen? Wie lange bist du dabei? Wie bist du in das Geschäft reingekommen? Sali Danny. Angefangen habe ich hier 1997 und bin seit 1998 Geschäftsführer. Und bin eigentlich während all diesen Jahren hier dran geblieben. Wir haben es wirklich auch lässig hier. Und der neue Geschäftsinhaber, den wir jetzt seit letztem Jahr haben, ist eigentlich ein ehemaliger Lehrling von uns und hat dann auch Weiterbildungen gemacht und hat jetzt das so übernommen. Auf das haben wir eigentlich auch geschafft, dass wir einen aus der eigenen Reihe haben könnten, wo wir das Geschäft weiterführen können in die nächste Zeit. Ja. Wunderbar. Jetzt erzähl mal, wenn du ein bisschen zurückschaust, was war für dich das Faszinierende an diesem Beruf? Weil eben, ich meine, ich habe jetzt am Anfang gesagt, du hast ein tolles Hobby als Musiker. Was ist faszinierend beim Malen? Weil das ist ja doch eine andere Art. Absolut. Eben, wegen deinem Onkel bin ich Maler geworden, Wittlin-Maler von Binningen. Bin ich schnuppern und das hat mir so gut gefallen. Die Gusei hat dort noch geschafft. Wir haben zusammen einen Haufen Sachen gemacht. Und allein in dieser Woche habe ich gelernt, wie vielseitig eigentlich dieser Beruf ist. Man arbeitet mit Holz, man arbeitet mit Metall, mit Wand, mineralisch, mit Tapezier. Also es ist wirklich ein außerordentlich toller Beruf. Sehr vielseitig auch. Und das hat mir eigentlich gefallen. Und vor allem, was interessant ist gesehen, für mich als Junge, ich bin nicht immer am gleichen Ort gehockt, in einem Büro. Ich bin mal bei der Frau Meier gesehen, ein paar Tage, dann bist du dort hin, dann bist du in der Schreinerei gesehen. Also, man kommt um und das ist eigentlich das Lässige. Man ist nicht immer fix an einem Ort. Wunderbar, dann machen wir jetzt aber einen Ortwechsel und fühlen einmal im neuen Geschäftsinhaber auf den Puls. Und jetzt sind wir also hier, wo seinerzeit der Lehrling angefangen hat und heute ist Marcel also der neue Geschäftsinhaber. Marcel, jetzt wollen wir dir gerade mal schnell in einem Test unterziehen. Jetzt musst du mal abreisen, was Mengenmohler denn so alles drauf hat. Wir machen in der Regel alles, von normalen kleinen Renovationen bis über größere Fassadensanierungen. Oder jetzt, wie gerade hier hinten im Hintergrund, machen wir für Denkmalfenster und Fensterläden noch im traditionellen Bereich. Also hier arbeiten wir mit Ölfarben und auch wird teilweise mit Pinseln noch ausgestrichen. Wir sind 32 Maler, die draussen aktiv am Werken sind. 6 Lehrlinge haben wir. Im Büro vorne haben wir die Frau Metzger, das ist unsere gute Seele. Und Lois und ich an der Front. Was ist bei euch heute wichtiger? Sind es Renovierungen oder sind es neue Aufträge? Ein bisschen alles. Wir bieten wirklich alles an, wir decken alles ab. Und das Schöne ist natürlich, sind die Renovationen, die wir machen können, wo man wirklich noch das Alte hat. Das Alte, das nicht mehr so schön aussieht. Und am Schluss geht man dann mit dem Anstrich wieder ins Neue rein und man sieht die wahnsinnig tolle Veränderung, die man mit Farben kreieren kann. Aber ich stelle mir vor, eine Wand muss nicht immer nur uni sein. Und ich habe gesehen, da haben glaube ich, der eine oder andere Künstler, der macht da ganze Spielfassaden. Ganz genau. Also ein kleiner Bereich von meinem Hobby ist auch noch die Kunstmalerei. Und da ist dann eigentlich auch der Part von mir, dass ich das im Kunden überbringen kann, dass man nicht einfach nur noch 0815 die ganzen Sachen in Weiss hält, wie es eigentlich schon die Regel ist, sondern nein, habt Mut zur Farbe. Das ist mein Job, das ist unser Job, den wir hier anbieten, euch Farbe ins Leben hineinzubringen. Ein ganz wichtiger Punkt zum Abschluss ist die Kundenbetreuung, weil der Kunde hat vielleicht ein Bild im Kopf, was er sich daheim vorstellt. Aber die gehen immer vor Ort zuerst anschauen. Ganz genau. Weil da kann man dann die ganzen Unklarheiten ausmerzen. Und durch das können wir dann den Kunden richtig beraten und auch eben Eventualitäten ausschließen. Und so den Kunden eben richtig beraten, dass es am Schluss von A bis Z eine saubere Sache ist. Kleine Änderung, grosse Wirkung.